Guten Tag, mein Name ist Ursula Benzin-Ley. Ich bin Chefärztin der dänischen Fertilitätsklinik in Kopenhagen. Ich möchte Sie über Spendersamen informieren. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass wir nicht unsere eigenen Spender haben, sondern dass wir unseren Spendersamen von einer zertifizierten Kryobank hier in Kopenhagen beziehen. Von daher liegt die Verantwortung für die Auswahl und Überwachung der Spender auch ausschließlich bei der Kryobank. Die Spender sind von einem Arzt untersucht worden und auch von einem Genetiker auf mögliche Erbkrankheiten 3 Generationen zurück ausgefragt worden. Darüber hinaus werden die Spender laufend auf Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis, Gonorrhoe und Chlamydien untersucht und die Spender haben auch alle einen normalen Chromosomentest. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass ein normaler Chromosomentest keine Garantie ist, dass bei Ihrem Kind keine Erbkrankheit oder eine Missbildung auftreten kann. Es gibt Erbkrankheiten, die man nur bekommt, wenn man die Veranlagung sowohl von der Mutter als auch vom Vater bekommt. Und diese Krankheiten können mehrere Generationen überspringen. Von daher sind Sie auch dazu verpflichtet, entweder uns oder die Kryobank direkt zu kontaktieren, falls man bei Ihrem Kind während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt den Verdacht bekommt, dass es eine Erbkrankheit haben könnte. Die Kryobank leitet dann ein Verfahren ein, um herauszufinden, ob die Krankheit Ihres Kindes etwas mit dem Spender zu tun hat. Sollte es vorkommen, dass man beim Spender eine Erbkrankheit feststellt, müssen wir hinterher alle Frauen, die mit dem Spender schwanger geworden sind oder ein Kind bekommen haben, darüber informieren, damit die Kinder auf diese Krankheit hin untersucht werden können. Es gibt 2 verschiedene Typen von Spendersamen. Es gibt den anonymen Spendersamen und den offenen Spendersamen. Beim anonymen Spendersamen können weder Sie oder das Kind später mehr Informationen über den Spender bekommen. Beim offenen Spendersamen kann das Kind nach seinem 18. Geburtstag die Kryobank kontaktieren, um weitere Informationen über den Spender zu bekommen und der Spender hat sich normalerweise auch zu einem einzelnen Kontakt verpflichtet. Darüber hinaus gibt es sowohl anonymen als offenen Spendersamen mit einem Basisprofil. Das heißt, Sie kennen nur Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße und Gewicht des Spenders. Es gibt auch sowohl anonymen als offenen Spendersamen mit einem erweiterten Profil, wo die Kryobank noch weitere, aber anonymisierte Informationen über den Spender auf ihre Homepage gelegt hat. Es können zum Beispiel Informationen über besondere Interessen des Spenders sein. Es kann auch ein Babyfoto sein. Beim Einführungsgespräch hier in der Klinik müssen Sie eine Einverständniserklärung zum Spendersamen ausfüllen. Hier müssen Sie unter anderem angeben, ob der Spendersamen anonym oder offen sein soll und Sie müssen auch Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße und Gewicht angeben. Es steht Ihnen frei, ob Sie anonym oder offenen Spendersamen möchten. Und ob Sie einen Spender mit einem Basisprofil oder einem erweiterten Profil möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie einen bestimmten Spender haben möchten, dass Sie den Spendersamen direkt durch die Kryobank beziehen.